Mein Name ist Erik Scherer. Ich denke, alle kennen mich. Ich bin der Organisator von der Reihe und ich bin heute auch ausnahmsweise mal Referent. Ab und zu nehme ich auch mal die Chance, eins meiner Themen vorzutragen. Und ich habe heute eigentlich ein Thema mitgebracht, wo ich so ein bisschen, ich sag mal, für mich ist das so die Begeisterung an der Philatelie, die damit verbunden ist. Ich habe als junger Sammler, ja, USA gesammelt. Da freut es mich immer, wenn der Peter Kühlhorn da ist. Bin ja seit Ewigkeiten, Anfang der 80er Jahre, Mitglied in der AG USA. Und wir hatten damals in dem Verein in Markgröningen bei Stuttgart immer ab und zu mal so Vereinsauktionen. Ja. Und dann kam irgendwann der Walter Machert, das war damals sozusagen der Macher vom Verein, ist er auch noch heute, und hat sich auch um die Jungen gekümmert und hat gesagt: Erik, bei der nächsten Club-Auktion gibt es endlich mal was für dich, weil es gab ja nie was mit USA zum Ersteigern, sondern meistens eben Ware aus Deutschland, Österreich, Liechtenstein, Schweiz. Und ich saß dann meistens da und habe da nicht viel machen können. Und dann sagt der Walter Machert, sagt, da gibt es ein Schauberg-Album. Ja, alle Welt. Ja, ein riesengroßes Album. Und da hat es einen Riesenteil Amerika drin. Das habe ich damals ersteigert, relativ günstig. Habe das Album heute noch. Das ist wirklich ein wunderschönes, auch antiquarisches Stück mit einem wunderbaren Einband. Das ist ungefähr so dick. Ja, also ich weiß nicht, ob man es jetzt sehen kann, wenn ich das zeige, aber sicher 20 Zentimeter mit. Mir sind dann irgendwann die Schrauben gebrochen. Da habe ich da Schrauben geschweißt, damit ich das überhaupt noch verbinden konnte. Und dann hatte ich plötzlich Briefmarken aus der ganzen Welt. Und die habe ich mir angeschaut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bis heute kommt eigentlich diese Zeit. Ich hatte damals Meyers Lexikon und einfach diese Briefmarken aus der ganzen Welt, über das ich dann einfach gelernt habe, was es für Länder und für Regionen alle auf dieser Welt gibt. Ich habe vorher nie was von Nouvelle-Kaledonie, also Neukaledonien, gehört oder von Fernando Po oder auch nur von britisch Honduras. Und da waren überall Marken. Und eine der Marken, die es mir damals extrem angetan hat, waren halt diese Ausgaben Panther. Hier eine Marke von der zweiten Ausgabe vom Mittelkongo oder Französisch-Kongo. Ganz, ganz genau kann man es nicht sagen. Also von dieser französischen Kolonie mitten in Afrika. Und diese Marken, die haben mich immer fasziniert. Ja, ich habe dann auch festgestellt, dass ich dann in meinem Album ganz viele davon hatte. Wieso das dann so war, erkläre ich gleich noch, was da dahinter steckt. Und vor einigen Jahren habe ich dann mal angefangen, einfach mal nebenher Belege zu sammeln, wenn ich irgendwie auf diese Marken auf Beleg gestoßen bin. Ja, weil mein Problem war, so meine anderen Sammelgebiete, die haben sich mittlerweile in preisliche Regionen bewegt, wo ich mir immer überlegen musste, welches Stück ich jetzt kaufe. Und wenn ich dann nach Sindelfingen früher gegangen bin oder heute nach Ulm oder eben jetzt zum Beispiel auch nach München, dann hatte ich da nichts mehr zu suchen. Und jetzt habe ich wieder ein Gebiet, wo ich dann einfach auch mal durch die Kisten gehen kann. Ich möchte heute eigentlich über diese Markenausgabe berichten. Ja, die Franzosen haben ja ihre Briefmarkenausgaben bezeichnen die immer mit Hü, ja. Und diese Markenausgabe heißt in der französischen Philatelie Typ Panthère. Die Typen, die werden häufig nach den Entwerfern oder Designern oder Stechern benannt, oder eben vom Motiv her. Wir werden sehen, die Markenausgabe, die hat auch andere Motive wie den Panther, aber diese Markenausgabe heißt einfach in der französischen Philatelie Typ Panther, ja, oder Typ Panther, ja. Und über diese Markenausgabe möchte ich heute berichten. Die ist ursprünglich erschienen im französisch Kongo. Das hat heute verschiedene andere Namen. Lange Zeit hieß es Kongo-Brazzaville. Und in anderen Regionen von Französisch-Afrika zwischen 1900 und 1937, also doch ein relativ langer Zeitraum. Sollen wir mal ein bisschen einsteigen in diese Ausgabe? Schauen wir mal, Inhalt. Und
Schauen wir erstmal an, was waren das überhaupt für Marken? Die Marken sind im Jahr 1900 erschienen. Wir werden uns das nachher nochmal genau anschauen, was da eigentlich passiert ist. Und das waren damals drei Motive. Die unteren Werte hatten hier dieses Motiv des Panthers in der Savanne. Man sieht das hier sehr, sehr schön. Dann die mittleren Werte hatten hier diese indigene afrikanische Frau vom Stamm der Bokolau oder Bokolafrau in der Philatelie genannt. Und das dritte Motiv ist hier, das hat den Namen Palmenallee in Libreville. Libreville ist eigentlich die Hauptstadt von Gabun, ja, also auch von der französischen Kolonie Gabun. Damals, als die Marken rauskamen in 1900, war Gabun und Mittelkongo zusammen eine Kolonie, die Französisch-Kongo hieß. Wir werden auch das noch anschauen. Man sieht dann diese Marken, die haben dann außenrum einen Rahmen. Und hier überall bei den Rahmen sieht man als wiederkehrendes Motiv diese Elefantenzähne, ja, die ganz charakteristisch sind. Schauen wir uns das Ganze nochmal an. Wie sah das eigentlich aus? Dieses Gebiet, das hier ungefähr hier ist, so grün und hier mit diesem beigen Fleck, das war ursprünglich mal der Bereich Mittelkongo oder Französisch-Kongo, bestehend aus Gabun und Mittelkongo. Man muss immer dazu sagen, dass diese Gebiete eigentlich erst in den 20er, 30er Jahren sich wirklich in flächenkontrollierte Gebiete entwickelt haben. Am Anfang waren das einfach, ich sag mal, Militärposten und Handelsposten der Franzosen, umgeben von Bewohnern, die dort herkamen, die indigen waren und dort in Dörfern und sonstigen Behausungen gelebt haben. Und das war mehr oder weniger mit der Zeit ein Üb Nebeneinander. Es gab dann diese ganze Kolonialgeschichte eigentlich dann immer diese Verträge am Anfang, dass man gesagt hat, okay, man lässt den Leuten, die dort leben, quasi den Glauben, dass sie unabhängig sind und hat Frankreich als Schutzmacht installiert und mit der Zeit ist dann hieß das ganze Gebiet, das hier eingezeichnet ist, das ein riesengroßes Gebiet herangewachsen zur französischen Kolonie Französisch-Äquatorialafrika. Ja, wir werden das auch nachher noch sehen, wie das mit den Markenausgaben gelaufen ist. Aber wir können im Kern sagen, dieses Französisch-Äquatorialafrika, wo auch diese Panther-Briefmarken irgend in einer Form Verwendung fanden, bestanden aus Gabun, dem Mittelkongo, der Kolonie Ubangi-Shari. Das ist jetzt ein Begriff, der ist jetzt wahrscheinlich eher nur Philatelisten vertraut. Selbst die Franzosen wissen kaum, was Ubangi-Shari ist. Das hieß dann nach der Unabhängigkeit Zentralafrikanische Republik und für den einen oder anderen kann sich erinnern, das war mal ein Kaiserreich für ein, zwei Jahre unter dem damaligen selbst gekrönten Kaiser und Napoleon-Fan Bokassa. Ich kann mich da noch sehr gut erinnern als Kind, weil die deutschen Klatschzeitschriften das immer ganz toll fanden, da Bokassa auf seinem Thron und dann hier im Norden der Bereich Tschad. Was wichtig ist, verwaltungstechnisch hat zu diesem Gebiet Französisch-Äquatorialafrika hier gestrichelt eingezeichnet noch das Gebiet von Kamerun gehört. Kamerun entgegen langläufigen Meinungen war zu keinem Zeitpunkt eine französische Kolonie, sondern nach dem Ersten Weltkrieg ein Verwaltungsmandat, das der Völkerbund den Franzosen übertragen hat. Und nach dem Zweiten Weltkrieg war das entsprechend ein UNO-Mandat. All diese Regionen, Kolonien sind alle Anfang der 60er Jahre selbstständig geworden. Wenn man das anschaut, ist hier noch ein kleiner Knubbel drin, Französisch-Guyana. Nicht Französisch-Guyana, Entschuldigung, Spanisch-Guinea, wo damals quasi mitten in dieser Kolonie drin war. Ja. Jetzt sind wir so ein bisschen durch die Geografik gegangen. Ich habe das hier jetzt auch noch mal
von der Zeitachse her dargestellt. Diese Gebiete Mittelkongo, Ubangi-Chari, Tschad, Gabun und Kamerun, 1891 wurden die quasi in die Kolonie Französisch-Kongo zusammengefasst. Diese Kolonie wurde dann 1903 in Mittelkongo umbenannt. 1906 wurde die verwaltungstechnisch getrennt in Mittelkongo und Gabun. 1910 wurde das Ganze wieder zusammengefasst über die Föderation Französisch-Äquatorialafrika. 1916 gab es die Teilung zwischen Mittelkongo und Ubangi-Chari-Tschad. 1919 wurde das Ganze wiederum zusammengefasst in die Kolonie Französisch-Äquatorialafrika. Und das blieb es dann bis eben zur Unabhängigkeit der einzelnen Staaten 1960. Ja. Ich habe hier oben, das werden wir uns nachher auch anschauen, nochmal die Markenausgaben eingezeichnet. Es gab eigentlich zwei Markenausgaben, wir werden das nachher sehen. Quasi die erste Panther-Ausgabe von 1900, die wurde bis 1907 gedruckt und verwendet und wurde dann ab 1907 durch eine zweite, neue, etwas schöner oder ich sag mal ausführlicher, ziselierter gestaltete Ausgabe mit denselben Motiven oder nahezu denselben Motiven ersetzt und dann ab eben irgendwann 1916 fing es an, dass diese Marken, und das werden wir nachher sehen, relativ wild in Anführungszeichen als Überdruckmarken erschienen. Gut, ich fange mal an und gehe mal zurück in die Ausgangslage. Wir sind im Jahr 1900. Wir haben im Kongo oder im Französisch-Kongo diese Ausgabe auf Französisch heißt die Type Navigation et Commerce. Das würde man auf Deutsch übersetzen, eigentlich Schifffahrt und Handel. Diese Ausgabe ist sicher den meisten Philatelisten bekannt. Die wurde in allen Kolonien in gleicher Form verwendet. Die Gestaltung ist angelehnt an die Marken, die schon längere Zeit im Mutterland verwendet worden sind, mit allegorischen Motiven. Und man hat hier quasi nichts weiter gemacht, also die Koloniebezeichnung eingedruckt. Ja. Man hat das gemacht. Die Franzosen haben relativ lange einheitliche Briefmarkenausgaben für alle Kolonien verwendet. Das hat aber immer mehr zu Problemen geführt wegen den verschiedenen Wechselkursen und den lokalen Währungen und damit auch letztendlich wegen Betrug. Und man hat damals dann Anfang der 1890er Jahre gesagt, okay, wir geben diese Marken raus. Ja. Was dann aber passiert ist, und das sieht man hier sehr schön. Direkt 1892 hat der damalige Freistaat Kongo, nicht zu verwechseln mit dem späteren Französisch-Kongo, der Freistaat Kongo war ja quasi der Privatbesitz des belgischen Königs. Machst du es bitte leiser, Carmen? Entschuldigung. Ja. Und die haben damals eigentlich zwei Sachen gemacht. Die haben einerseits Briefmarken zweifarbig gestaltet. Das war eigentlich, das gab es schon vorher, aber wirklich in dieser Qualität zweifarbig zu gestalten, das war natürlich eine Sensation. Und das Zweite, was man gemacht hat im Freistaat Kongo, man hat quasi ikonografische Motive genommen, also nicht mehr hier diese allegorischen, sondern man hat versucht, Motive zu wählen, die mit der Kolonie in Verbindung zu bringen sind. Ja? Und damit kann man ganz klar sagen, wenn man das marketingtechnisch sieht, das war der Schritt damals, die Briefmarke als Werbeträger zu etablieren. Vorher waren die Briefmarken reines Herrschaftszeichen, und sonst nichts. Und mit dieser Ausgabe hier im Freistaat Kongo 1892 wurden die Briefmarke als Werbeträger für die Kolonie und natürlich auch für die Kolonialpolitik verwendet. Ich denke, Französisch-Kongo, der Freistaat Kongo ist ein sehr gutes Beispiel. Das wissen wir ja alle, dass der belgische König und die Kolonialverwaltung dort nicht gerade zimperlich umgegangen ist. Da ist sehr, sehr viel Schlimmes passiert.
Diese schlimmen Dinge, die wurden auch im Mutterland diskutiert, die gingen bis ins Parlament, die waren nicht verborgen. Und damit war eigentlich auch so eine Briefmarke durchaus auch eine politische Maßnahme, um der Kolonie ein gutes Image zu kriegen. Im internationalen Wettlauf der Kolonien haben die Franzosen das relativ schnell aufgegriffen und man kann dann auch sagen, aha, Frankreich war halt relativ nah dran an Belgien. Und man hat gesagt, wir müssen auch solche ikonografischen Briefmarken herausgeben. Ja? Und damit eigentlich in den Ende der 1800er Jahre, der 1890er Jahre, ganz klar das Interesse des französischen Kolonialministeriums auch ikonografische Briefmarken herauszugeben. Und damit wurde eigentlich die Panther-Ausgabe die erste Ausgabe im französischen Kolonialreich, wo Motive gewählt worden sind, die quasi die Kolonie repräsentieren. Das ist recht interessant, weil das eigentlich im britischen Kolonialreich so gut wie nie passiert ist, ja. Und ich denke auch gerade für Briefmarkensammler, die auf Motive achten, sind die französischen Kolonialmarken extrem viel spannender und interessanter. Auch historisch interessanter, wie beispielsweise die britischen. Was hat es sonst noch gegeben zu der Zeit für alle, die Frankreich sammeln? Es wurde dann die Ausgaben, die es in Frankreich gab, wurden im neun, Anfang des 19, des Jahr 1900 ersetzt. Es gab damals, die französische Post hat gleich drei Ausgaben herausgegeben. Ich habe hier mal eine mitgebracht, das war die Ausgabe Blanc, ja, die für die niederen Werte war. Es gab dann noch Mouchon für die mittleren Werte und Merceau für die höheren Werte. Und es war schlicht und einfach so, dass das Postministerium völlig überfordert war. Ja, die haben drei Dauermarkenausgaben in kürzester Zeit herausgegeben und haben gesagt, wir schaffen das nicht, für den Französisch-Kongo noch Marken rauszugeben, so gern wir das wollen. Und damit wurde der Auftrag damals, die Marken zu gestalten, eigentlich ans Kriegs- und Marineministerium übergeben. Und dort gab es dann einen Herrn Merwart, der dort Stecher war und der hat dann nachher, der Grafiker war, Entschuldigung, war nicht der Stecher, war der Grafiker. Der hat dann die Motive entworfen. Und dann gab es noch eine weitere Sache, ist, dass mit dieser Belastung durch die neuen Dauermarken in Frankreich die französische Staatsdruckerei auch Niet gesagt hat. Und man hat sich dann entschlossen, die Briefmarken für die erste Panther-Serie bei der privaten Pariser Druckerei Chassepot drucken zu lassen. Chassepot hatte schon gewisse Erfahrungen mit Briefmarken. Die hatten zum Beispiel 1894 Briefmarken im Buchdruck für Bolivien hergestellt. Die haben auch später dann Briefmarken für die französische Somaliküste hergestellt. Das heißt, da gab es gewisse Erfahrungen. Aber was spannend ist, ist diese Briefmarkenausgabe Panther, die war von Anfang an etwas sehr Spezielles einerseits. Erstes ikonografisches Motiv, quasi ganz individuelle Gestaltung, dann gleichzeitig eigentlich abseits der normalen Wege der französischen Post und der französischen Staatsdruckerei realisiert. Was war auch damals los? Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Im Jahr 1900 war die Weltausstellung in Paris. Ja, man muss sich das vorstellen, damals waren Weltausstellungen wirklich riesengroße Events, die waren prägend, alle haben sich dafür interessiert. Das ist also nicht so wie heute, wo man noch nicht mal mehr weiß, wo eine Weltausstellung ist. Und diese Weltausstellung in Paris in 1900 zur Jahrhundertwende, das war natürlich ein unglaubliches Ding, ja. Und bei dieser Weltausstellung waren Briefmarken und auch Post ein ganz zentrales Thema. Einerseits zur Selbstdarstellung, andererseits, und das wird jeder zum Beispiel USA-Sammler wissen, hat zum Beispiel amerikanische Post hat dort Postautomatisierung vorgestellt
und hat massenweise mit automatischen Flaggenstempeln und Wellenstempeln Briefe entwertet. Das sind heute noch ganz interessante Dinge, die man sammeln kann. Und das zeigt erstmal, wie wichtig damals Post und Briefmarken waren. Gleichzeitig war das Thema der doch damals noch relativ neuen Kolonialreiche, diese Geschichte der Kolonien, das war ja quasi die dritte Kolonialisierungswelle, wo wirklich die ganze Welt dann kolonialisiert worden ist, wo ja auch Deutschland dann seinen Platz an der Sonne gesucht hat. Das war eigentlich relativ kurz. Das waren etwa 10, 15 Jahre davor, wo das im großen Stil angefangen hat. Und damit, das war auch ein Wettlauf. Ja, da war quasi, das kann man sich vorstellen, in Paris haben die Engländer, die Franzosen, die Belgier, die Deutschen und noch so diverse andere Länder letztendlich zeigen wollen, wie toll sie sind. Ja, das hat auch unter anderem dazu geführt, dass diese neuen Briefmarken mit der Panther-Ausgabe eigentlich in Paris erschienen sind. Ja, die sind 1900 in Paris erschienen und die ersten Verwendungen dieser Marke findet man so ab 1902, 1903 im Kongo. Ja, das heißt, ganz spannend, man hat hier auch angefangen, eben Briefmarken in Paris zu produzieren, in Paris zu verkaufen, während quasi die postalische Welt in der eigentlichen Kolonie, die die Briefmarken verwenden, eigentlich noch ganz geruhsam weiterging. Wer war der Entwerfer? Den habe ich mal hier mitgebracht. Es war ein Paul Mervoir. Er hat einiges gemacht. Der Graveur war Benjamin Daman. Da gibt es jede Menge Briefmarken, die er gemacht hat. Paul Mervoir ist relativ tragisch gestorben. Er ist 2 Jahre nachdem diese Panthermarke erschienen ist, die auch zu seinem Ruhm beigetragen hat, fürs Marineministerium irgendwo in der Südsee gewesen und ist Opfer eines Vulkanausbruches geworden. Dementsprechend konnte er sich da seines Erfolges nicht mehr so sehr freuen. Wir werden das nachher noch sehen, als dann aber 1907 die Nachfolgeausgabe erschien, wurde Paul Mervoir dennoch als der Gestalter geführt. Was sehr spannend ist an diesen Marken, ist, es sind Marken, wo sehr, sehr viele Entwürfe, Probedrucke, Essays erhalten geblieben sind. Und man kann so ein bisschen sagen, dass das so einer der Startpunkte war. Die Marke war einfach sehr, sehr beliebt. Die Leute wollten diese Sachen haben. Man kann auch davon ausgehen, dass man damals angefangen hat, im großen Stil hier auch quasi zukünftige Sammlerware zu produzieren. Also das heißt, dass hier mehr Entwürfe, Essays und Probedrucke gemacht worden sind, wie es eigentlich notwendig gewesen wäre. Und die sind auch später in Sammlerhand gegangen. Wir werden das auch noch sehen, dass diese Dinge auch, nachdem die Marken schon längst draußen waren, von den Künstlern und vom Ministerium auch nachproduziert worden sind. Und das macht die Sache natürlich auch sehr, sehr spannend. Ja? Ich habe hier mal ein paar Beispiele mitgebracht. Es gibt da jede Menge verschiedene Probedrucke, verschiedene Stufen. Das ist auch relativ schwierig, ganz genau rauszukriegen, was wann wie verwendet worden ist und entstanden ist. Aber es ist Material, das ich sage jetzt meist nicht alltägliches Material, aber das doch ganz gut vorhanden ist. Von den drei Markenentwürfen sind eigentlich zwei, der Panther und die Kokosallee in Libreville, der Fantasie von Mervoir entsprungen. Bei den mittleren Werten der sogenannten Bacalao-Frau gibt es eine ganz klare Vorlage. Und das ist diese Postkarte hier, die damals in den 1890er Jahren im Kongo quasi oder für den Kongo, die wurden natürlich auch in Europa gemacht und gedruckt aufgelegt worden ist. Man sieht das wirklich sehr, sehr schön, dass das wirklich dasselbe Motiv ist zwischen der Marke und der Postkarte. Die Postkarte ist dadurch, dass sie halt genau für diese Marke verwendet worden ist, heute so gut wie nicht zu bekommen. Also ich habe hier mit gut Glück quasi diesen Scan gekriegt, aber Karte im Original habe ich nicht und habe sie auch nicht bekommen. Falls irgendwie jemand von euch Postkarten hat vom Kongo und die zufällig findet, da bin ich immer in begehrter Abnehmer.
Was dann interessant ist, ist, dass diese Marke, die Marke, die hat wirklich einen Hype aufgelöst. Die war wirklich beliebt. Das war toll. Das war halt nicht mehr dieses langweilige, allegorische Zeugs, sondern das war was Neues. Das war was Exotisches. Ich bin mir auch ganz sicher, dass es da jede Menge junge Sammler gab, die mit diesen Marken dann gestartet sind in ihr Sammlerleben und dass auch gerade solche Marken auch zum Entstehen der Thematik beigetragen haben, weil sie einfach jetzt letztendlich Bilder gezeigt haben. Und das hat unter anderem dazu geführt, dass hier, das ist so aus einer Leder, Verpackung wurde nachher eine Box herausgegeben. Ist es nicht ganz klar, wie viele es davon gibt und wem die verteilt worden ist. Ja, die wurde an Honorationen, Beamte und sonstige verteilt. Das war halt auch ein Werbemittel für die Kolonie selbst. Ja, und in dieser Box waren drei schwarze Abzüge. Man sieht das hier jeweils von den drei Gestaltungen, die beiden Druckstöcke, aber in einer deutlichen Übergröße. Und das zeige ich jetzt hier nicht. Dann einfach immer sechs Marken von jeder Gestaltung aufgeklebt. Das ist auch etwas, das ist nicht so, dass ich sagen würde, das ist selten. Ich habe die Box selber als Hülle habe ich nicht, die habe ich auch noch nie gesehen. Von den sechs Karten, die drin sind, habe ich die drei schwarzen und zwei farbige mit jeweils sechs Marken drauf. Einer fehlt mir noch. Wie die auseinandergegangen sind, habe ich auch keine Ahnung. Ganz sicher ist das. Ist das ein Vorläufer der später sehr, sehr beliebten und typisch französischen Peuvre Deluxe, also dieser Luxus-Probedrucke, die nachher die französische Staatsdruckerei an Sammler verkauft hat, die sich großer Beliebtheit erfreut haben. Ich glaube, heute ist das nicht mehr so, aber die es heute noch gibt. Hier sieht man mal die Auflagen der Marken der ersten Ausgabe von 1900 bis 1907. Und man sieht doch hier sehr, sehr deutlich, mit letztendlich dem Anwachsen der Wertstufe werden die Auflagen deutlich kleiner. Wir haben hier irgendwelche für die gängigsten Wertstufen irgendwo zwischen 200.000 und 300.000 Stück, für die mittleren Wertstufen zwischen 50 und 100.000 und für die ganz hohen zwischen 10 und 25.000, die dort überhaupt gedruckt worden sind. Ja. Das sind also sicherlich schon recht große Auflagen, wenn man sich überlegt, dass dieses Gebiet letztendlich doch menschenleer war. Auf der anderen Seite sind das halt doch Marken, die über viele, viele Jahre verwendet worden sind und wo ganz klar ist, wo Unmengen davon in Sammlerhände gegangen sind. Es gibt Varianten. Im Prinzip gibt es zwei Druckvarianten oder Plattenvarianten. Das eine ist, ich habe das leider vergessen, jetzt die Marke hier drauf zu machen, das ist der Panther. Wir können dann nochmal zurückgehen auf den Panther. Das ist hier dieser Bereich, das Ende von dem Horn, ja, und das ist, na, wo ist es hier? Das ist hier bei der Bacolao-Dame. Hier sind das diese Blätter am Ende von dem Stoßzahn. Und da gibt es gewisse Plattenvarianten, dieses sogenannte abgeschnittene Horn einmal pro Druckplatte beziehungsweise pro Druckbogen. Und hier sieht man das bei der Bacolarfrau in dem Bogen gab es eben diese Version 1 mit drei Blättern, die gab es eigentlich überall. Die Version 2 mit zwei Blättern, hier das eine fehlt, gab es im Druckbogen dreimal. Und die Version 3 mit genau einem Blatt gab es genau einmal. Ja, das sind eigentlich die Plattenvarianten. Daneben gibt es unzählige Farbvarianten. Ich behaupte, die sind nicht wirklich katalogisierbar. Man kann die Marken zusammenhalten und hin und her sortieren. Und natürlich hat man immer das Problem, dass es ja auch seitdem die Marken gedruckt worden sind, zahlreiche äußere Einwirkungen gab. Ich sage, die sind nicht wirklich katalogisierbar.
Dann gab es einfach extrem viele, ich nenne das jetzt mal Unachtsamkeiten, insbesondere beim Wasserzeichenpapier. Dieses Wasserzeichen waren verschiedene Blätter. Es gab ein Olivenblatt, es gab ein Rosenblatt oder ein Rosenstrauch, ein Olivenstrauch. Und das waren immer für bestimmte Designs vorgesehen. Die wurden durcheinander gebracht, die wurden kopfstehend in alle Richtungen verwendet. Das ist interessant. Man sieht die Wasserzeichen auch sehr deutlich, aber das ist auch etwas, wo ich jetzt sagen würde, man kann das dokumentieren, dass es das gibt, aber man muss jetzt auch nicht jede Variante sammeln. Was dann sehr schnell passiert ist, ist bereits 1903 kam es zu den ersten lokalen Überdrucken, und zwar von höheren Werten, die kaum gebraucht worden sind. Und letztendlich war das für das Druck Sachen und das Briefporto bzw. fürs Auslandspostkartenporto 5 Zentim und 10 Zentim. Was ich lustig finde, ist hier oben druckt man quasi Zentims und hier druckt man Franc, 0,10 Franc. Hat mir noch niemand erklären können, wieso das so ist. Diese Marken wurden in relativ kleinen Auflagen gedruckt und nie über den Postschalter verkauft. Deswegen sind also wirklich noch nicht nachgummierte postfrische Marken dann doch eher selten. Was es gibt, und das ist dann immer so, man ist dann natürlich als Philatelist begeistert, wenn man dann vielleicht günstig so eine Verzehnung hier bekommen kann oder eine Verschiebung vom Druck. Das ist in der Philatelistensprache Makulatur. Ich sage eigentlich, es gibt Makulatur ohne Ende. Also es gibt wirklich ständig kommt was Neues. Und was man ganz deutlich weiß, ist, dass diese Makulatur ganz bewusst teilweise produziert worden ist und auch aus der Druckerei Chaspo herausgetragen worden ist. Also ich habe von Makulatur jetzt einen einzigen Zusammendruck in dieser Art etwa habe ich jetzt nicht mit reingenommen, der wirklich auch postalisch verwendet wurde. Alles andere ist postfrisch. Das war niemals im Kongo. Das wurde direkt in Paris an Sammler verkauft. Das Spannende war, dass Chaspeau, ich habe es vorhin ja gesagt, auch Briefmarken für die französische Somaliküste gedruckt hat. Und bei diesen Briefmarken gab es auch auf dem Markt eine sehr, sehr hohe Präsenz von Makulatur, die dort über Händler und Sammler verkauft worden ist. Ja. Und das Ganze hat dann eigentlich, und das ist sehr, sehr spannend, bereits 1904 zu einer offiziellen Inspektion durch das Kolonialministerium geführt. Da gibt es einen sehr spannenden Report von dem Emile de La Palu, der dort Amtsinspektor war. Und da wurden ganz klar diese missbräuchlichen Herstellung und Schmuggel, Rauschmuggel und Verkauf von Makulatur festgestellt. Und in der Folge hat man dann der Druckerei Chaspeau den Druckauftrag entzogen und hat gesagt, das geht so nicht mehr weiter, wir müssen jetzt Schluss machen. Und das ist jetzt sehr, sehr spannend, dass quasi diese Makulatur hier, wie ich da einige Beispiele mitgebracht habe, und letztendlich, dass die Gaunereien da dahinter zu einer neuen Markenausgabe geführt haben. Die neue Markenausgabe, die erschien dann 1907, ja, und mittlerweile, wir haben das vorhin gesehen, war aus dem ursprünglichen Französisch-Kongo quasi Überteilung Gabun und Mittelkongo geworden. Gabun hatte mittlerweile eigene Briefmarkenausgaben und im Mittelkongo hat man gesagt, wir wollen doch diese Panther-Ausgabe gerne weiterverwenden. Die ist sehr, sehr schön. Und man hat dann hier die Sachen nochmal neu gezeichnet, mit einem neuen Stich versehen. Man sieht das hier auch sehr, sehr schön für alle, die gute Augen haben. Hier steht noch der Paul Mervat als Gestalter, aber der jetzt ist der Herr Pouyiat der Graveur und nicht mehr der Herr, ah, jetzt habe ich den Namen vergessen, Damian. Ja? Die Marken sind vom Bild sehr, sehr viel filigraner, das sieht man sofort. Die sind ein bisschen dann in die Breite gegangen und das sieht man jetzt hier in der Darstellung nicht. Die Markenformate waren jetzt für alle drei
Markenmotive identisch. Ja, also sie waren jetzt gleich groß, hatten damit auch dieselbe Zähnung, waren jetzt absolut identisch. Die kamen 1907 auf den Markt. Ja, und wir haben das ja vorhin gesehen, und dass dieses Gebiet dann ja immer wieder verwaltungstechnische Reformen unterlaufen hat. Und 1914 wurde dann aus dieser ursprünglichen Kolonie Mittelkongo der Bereich Ubangi, Shari, Chad herausgetrennt. Und man hat dann im Jahr 1915 quasi die ersten Überdruckausgaben gemacht. Und das ist eigentlich das, was diese zweite Serie so besonders macht. Es gibt da Hunderte von Marken, Varianten, Farbvarianten und Überdruckvarianten. Und das hier sind quasi die ersten von 1915. Ich habe hier einfach mal das mitgebracht. Bei den Pantherwerten einzeiliger Aufdruck, bei Bacolarfrau und der Palmenallee ein zweizeiliger Aufdruck. Und dann wurden die quasi herausgegeben. Das ging dann weiter im Jahr 1916. Erschienen in Frankreich, wir können uns erinnern, das war der Erste Weltkrieg, erschien 1914 das erste Mal eine Zuschlagsmarke zugunsten vom Roten Kreuz. Gab es zwei Versionen hier dieser Zeichnung Seherin, ursprünglich hier mit Aufdruck und hier, das ist die zweite Ausgabe quasi schon im Druckbild, die 5 Cent mit drin. Das hat innerhalb von der französischen Bevölkerung doch zu einer sehr, sehr großen Kauflaune geführt, sehr, sehr viel Geld reingekommen zugunsten vom Roten Kreuz. Und man hat dann gesagt, komm, wir machen das auch in den Kolonien. Man hat das dann unter anderem als erstes bei der französischen Post Marokko gemacht und ich bin nicht ganz sicher, ob in Tunesien oder Algerien. Algerien hatte keine eigenen Marken, glaube ich, damals, sondern Tunesien. Und dann hat man sehr, sehr schnell 1916 hier einen lokalen Überdruck gemacht zugunsten des französischen Roten Kreuzes mit einer Zuschlagsmarke von 5 Cent. Diese Marke, dieser Überdruck wurde lokal angebracht in der Kolonie selber. Das war nicht so richtig gut, weil das gab von Anfang an unglaublich viele Varianten. Kopfstehende Überdrücke, das Kreuz und die Zahl, die sind quasi über die ganze Fläche gewandert, dass man dann sehr, sehr schnell auch im Jahr 1916 einen, man merkt das schon, qualitativ sehr viel besseren Überdruck in Paris angefertigt hat. Aber auch hier muss man sagen, gibt es alle möglichen Formen von Varianten. Das Ganze ist dann wirklich stark in Mode gekommen und es gibt unzählige französische Kolonien, wo dann nachher diese Rotkreuz-Überdrucke entstanden sind. Ich habe das jetzt hier mal mitgebracht von Französisch-Indien mit dieser Brahma-Ausgabe, aber das gibt es von allen möglichen Kolonien, Gabun etc. Und man sieht hier auch schon, das hier sind dann man hat dann dazugelernt, man hat dann also fleißig hier verschiedene Überdruckvarianten produziert, in der Hoffnung, dass die Sammler dann nicht eine Marke kaufen, sondern hier im Fall von Französisch-Indien dann 6 Marken. Dann hat die Post verdient, nämlich 60 Centime. Dann hat das französische Rote Kreuz verdient, nämlich hier zusammen 30 Centime und das über eine große Sammlerschar. Das heißt, das war auch eine sehr, sehr Sache, die sehr speziell war. Und ich sage einfach mal, gerade die Marken von Französisch-Kongo, das ging dann parallel auch für Ubangi-Chari-Tschad. Da war einfach hier Ubangi-Chari-Tschad noch drauf. Das war natürlich eine super Sache. Es ging dann weiter. 1916 haben die Franzosen zusammen mit den Engländern Kamerun besetzt. Für alle, die Philatelisten sind, die wissen das normalerweise. Kamerun war bis dahin deutsche Kolonie. Und das war am Anfang eine Besetzung, ja, und später ging das dann über in dieses Völkerbundsmandat. Man hat dann direkt 1916 hier diese Serie, das waren etwa 12, 14 Werte, rausgegeben mit Überdrucken, Occupation Française du Cameroun. Man sieht hier sofort, da wurden Marken von 1907 wie auch Marken von 1900 überdruckt. Ja, also diese beiden Marken sind von der 1900er Ausgabe, diese beiden sind von der
1907er Ausgabe. Und was auch sehr spannend ist, bei den 1900er Ausgaben gibt es diese Überdrücke letztendlich mal nach oben weisend und nach unten weisend. Das ist ziemlich genau jeweils 50% der Auflage. Das hat drucktechnische Bedingungen gehabt. Bereits 1916 im Sommer erschien dann die nächste Markenausgabe, wesentlich besser in der Qualität, wo hier Kamerun Occupation Française stand. Und 1921 erschienen dann diese Marken hier, wo nur noch Kamerun drauf stand. Diese Marken hier auf Brief sind extrem selten. Ja? Also da gibt es keine 50 Stück auf Brief, die heute noch erhalten sind. Ich habe zwei Stück. Man weiß nicht genau, wie viele es sind, aber es sind ganz, ganz, ganz wenige, weil diese Marken nur ganz, ganz, ganz kurz verwendet worden sind. Es geht dann weiter. Ab 1921 erscheinen dann zahlreiche weitere Überdrucksausgaben. Ich habe hier mal da quasi die Historie mitgebracht. Wir können uns erinnern, Ubangi-Chari-Tschad in 1915, dann 1921 die Teilung in Ubangi-Chari und Tschad und 1924 dann wieder die Verwaltungsreform, wo dann die Marken nochmal den Überdruck Afrique-Équatoriale-Française bekommen haben. In der Folge von dem muss man dann sagen, dass die Marken in allen Überdrucksvarianten, also das heißt mit der Bezeichnung der Subkolonie, aber in der ganzen Kolonie verwendbar waren. Ja? Also das heißt, während diese Marken hier nicht im Mittelkongo verwendbar waren, und diese hier konnten diese dann plötzlich wieder im Mittelkongo, also hier diese natürlich eh, weil die war ja Mittelkongo, aber diese beiden, die konnten dann auch im Mittelkongo verwendet werden. Das ist eigentlich sehr, sehr interessant zu schauen, wann, wie, welche Marken verwendet werden. Und das gibt natürlich da auf Briefen unendlich viele Formen von Mischfrankaturen mit verschiedenen Gebietsbezeichnungen, allen möglichen. Ist sehr spannend. Ich möchte jetzt zum Schluss eigentlich noch ein bisschen in die Postgeschichte reingehen oder auch in die Belege. Ich habe einige Belege einfach mal mitgebracht. Ich hoffe, dass ich bis jetzt zeigen konnte, was so die Eigenheiten der Markenausgabe ausmacht. Jetzt möchte ich ein bisschen auf die Anwendung gehen. Das kann jetzt hier in dem Rahmen des Vortrags nur sehr unvollständig und exemplarisch sein, aber ich habe mal versucht, ein paar schöne Exemplare mitzubringen. Hier eine Postkarte von Brazzaville, eigentlich der Hauptstadt von Französisch-Kongo. Hier auch Marken noch Französisch-Kongo von der 1900er Ausgabe. Entschuldigung, also es müsste 1905 heißen, nicht 1906 hier. 1905 verwendet nach Paris auf einer Postkarte, auf der Postkarte zum Drucksachenporto. Eigentlich ist das auch in Ordnung, da steht nicht zu viel drauf. Man hat aber wohl vergessen, den Begriff Drucksache draufzuschreiben und deswegen wurde die Karte mit Nachporto belegt. Ja. Das ist eigentlich sehr schön. Nachporto quasi die Nachgebühr waren 5 fehlende Centime, Strafgebühr waren 5 Centime und damit hat die Karte hier in Frankreich, in Paris, eine 10 Centime Nachporto-Marke drauf bekommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wirklich schöne Anwendungen mit Nachporto-Marken finde ich immer sehr faszinierend, sind nicht wirklich häufig. Und gerade hier aus der Kolonie zurückgelaufen nach Frankreich, das ist schon ein sehr schönes Stück. Dann hier ein weiteres Stück. Dieser Brief ist mit dem damaligen Porto, Auslandsporto 65 Cent, korrekt frankiert gewesen nach Apolda. In Deutschland stimmt eigentlich alles. Unglücklicherweise ist der 1910 in Gabun in den Briefkasten geschmissen worden wahrscheinlich. Und da waren die Marken des früheren Französisch-Kongo nicht mehr gültig. Die waren seit 1907 nicht mehr gültig und damit wurde dieser Brief ganz, ganz korrekt hier als unfrankiert behandelt. Kann man sich auch ausrechnen. Auslandsbriefporto in Deutschland waren 20 Pfennig, 20 Pfennig Strafporto. Ergibt also hier diese Nachportogebühr hier in Deutsch markiert von 40. Ja? Also auch eine sehr schöne Sache. Das ist auch ein sehr, sehr schönes Beispiel. Ein Brief
Aus Fort Lamy. Fort Lamy ist die Hauptstadt vom Tschad gewesen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gerade den Namen vergessen, wie sie heute heißt. Vielleicht weiß es nachher einer. Heißt heute nicht mehr Fort Lamy. Das war damals super dünn besiedelt. Das war ein Brief von Fort Lamy, damals noch mit dieser Bezeichnung Tschad, Kongo Française. Also das heißt, man hat die Unterkolonie Tschad im Stempel hier geführt. Man sieht das sehr, sehr schön. War aber Teil von Französisch-Kongo, ist korrekt frankiert. Der Brief ging über den Fluss Kongo zurück, runter bis an die Mündung, um dann auf die Schiffspost zu gehen. Und es gab damals relativ viele Bootsunglücke, und das ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Stück. Der Brief war auf einem solchen Bootsunglück. Am 12. Oktober ist das Schiff gesunken und hier wurde dann entsprechender Stempel abgeschlagen und dann wurde das ganze Ding hier provisorisch verschlossen. Dann hier ein anderes schönes Stück. Wir haben vorhin über die Rotkreuzausgabe gesprochen, Zuschlagsmarken. Zuschlagsmarken waren zu dem damaligen Zeitpunkt vom Weltpostverein im internationalen Briefverkehr nicht zugelassen. Das war ja auch so, vielleicht der eine oder andere weiß das, am Anfang, als die ersten Sondermarken kommen, waren auch Sondermarken nicht im internationalen Briefverkehr zugelassen. Diese Marken waren aber Dauermarken, also nicht verwechseln, das waren keine Sondermarken. Aber mit dem Überdruck hier, diese 10-Centime-Marke war nicht gültig. Trotzdem hier dieser Kartenbrief, wunderbar frankiert, korrekt mit dem Briefporto zu 25 Cent Ausland, einfach unbeanstandet gelaufen. Also das ist auch ein sehr interessantes Stück, auch nicht gerade alltäglich. Wenn es jetzt beanstandet wäre, wäre es noch schöner. Habe ich noch nie eins gesehen. Dann, wir haben über Kamerun gesprochen. Für alle Kamerun-Sammler, die französische Besetzung und später das Mandatsgebiet von Kamerun ist sehr, sehr spannend, weil deutsche Stempel, deutsche Postsachen noch sehr, sehr lange weiterverwendet worden sind. Hier haben wir eine Postkarte schon zum Porto damals jetzt erhöht, 15 Cent in die USA. Mit der Marke Kamerun Occupation Française. Das war quasi kurz bevor die erste Kamerun-Überdruckmarke erschienen ist. Und hier noch mit dem original deutschen Stempel von Douala, der damaligen deutschen Hauptstadt von Kamerun, in die USA gelaufen. Und hier steht Kamerun, das finde ich auch immer ganz faszinierend, halt mit K und nicht und U anstatt mit C und O. Ja. Auch hier eine andere sehr spannende Verwendung, etwas früher, von 1918, auch mit dieser Ausgabe Occupation Française, eine Paketkarte oder eine Paketadresse von Douala nach Bordeaux gelaufen. Hier schon früher sieht man, die hatten durchaus französische Stempel. Also das heißt, die deutschen und die französischen Stempel wurden hier parallel verwendet. Aber das ist halt auch eine sehr, sehr schöne Sache hier noch mit dem deutschen Formular. Natürlich hat das deutsche Formular, weil es ja ein internationales Formular war, hier den französischen Text. Aber man hat hier sich noch nicht mal die Mühe gemacht, hier das Deutsch beispielsweise durchzustreichen. Auch aus dem Kamerun 1923 ein Brief, der reinkam aus Großbritannien und der unterfrankiert war und wo es eine Nachfrankatur gab von 120 Zentim beziehungsweise 60 plus 60. Hier mit zwei damals schon vorhandenen Nachporto-Marken von Kamerun, Chiffre Taxe. Das sind also exklusiv für Nachporto vorgesehene Marken und hier, damit das Porto stimmt, noch die Verwendung einer regulären Freimarke mit dem Auftrag Kamerun, ein Panther mit Aufdruck Kamerun. Diese Nachporto-Verwendungen, die sind extrem selten in den Kolonien. Ich glaube, wenn sich einer mal wirklich verkünsteln möchte, dann empfehle ich ihm, Nachporto-Marken von Französisch-Kamerun zu sammeln auf Brief. Das wird dann ein Jahrhundertwerk werden. Wir haben das vorhin schon gesehen bei dem Überdruck. Es gab immer wieder Briefmarkenknappheit. Hier ein Brief von 1926 von Kessow nach Brazzaville mit so einer Halbierung. Es gibt eine ganze Anzahl von Halbierungen von Kessow.
Ich selbst bin mir nicht ganz sicher, ob das Markenmangel war oder ob da ein philatelistischer Postmeister am Werk war. Aber das ist auf jeden Fall bedarfsgebraucht. Also das ist jetzt keine hundertprozentige Mache. Wenn es Mache ist, dann ist es ein bisschen sozusagen nachgeholfen. Aber ist einfach schön und dokumentiert auch die spezielle Situation dort. Jetzt machen wir ein bisschen einen Zeitsprung. Quasi schon nach dem Ende der Ausgabe 1938 hier ein sehr, sehr schöner Brief, auch wiederum aus Ubangi-Chari, in der Kolonie gelaufen. Man sieht das hier, wunderbare Mehrfachfrankatur, sieht wunderbar aus, ist schön gestempelt, ist einfach sehr schönes Stück und zeigt einfach, wie lange diese Marken verwendet worden sind. Die Marke war zu dem Zeitpunkt vom Markenbild her 31 Jahre im Umlauf. Und ich schließe meinen Vortrag mit diesem letzten Stück, weil das sehr, sehr spannend ist. 1937 wurde der Druck der Marken eingestellt. Ich habe Verwendungen so bis 1941. Dann sind die wohl alle aufgebraucht gewesen. Mitte der 30er Jahre ist aber auch die Luftpost rausgekommen. Und das heißt, die ganz späten Verwendungen sind ganz häufig Luftpostverwendungen. Das waren damals auf jeden Fall keine täglichen Linien, ja, sondern das waren Linien, die vielleicht einmal in der Woche oder einmal im Monat in einer bestimmten Kombination gegangen sind. Aber das ist wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Man sieht hier auch wirklich eine ganz tolle Verwendung. Das ist ein Brief aus Fort Lamy, also im Tschad. Und wir haben hier zu einer zeitgenössischen Marke, die wirklich nur noch heißt Afrique Équatoriale Française, wo verwendet werden konnte. Wir haben daneben eine Marke, die etwas früher erschienen ist, die noch den Aufdruck, also den Namen, das ist ja kein Aufdruck, sondern es ist Teil des Markenbildes Mittelkongo hat. Und hier zwei Aufdruckausgaben, Französisch Äquatorial Afrika mit dem Auftrag Tschad. Also das heißt, ich habe hier eigentlich Marken von drei verschiedenen Markenländern in einer Kombination und das hat auch seine ganz besondere Faszination. Ich habe hier für die, die nachher sich die Folien runterladen, noch zwei Quellen angegeben. Die beziehen sich vor allem auf die erste Ausgabe, aber sehr spannend zu lesen, mit sehr viel Bildmaterial und gibt einen guten Einblick und ich bin damit am Ende.